Hier war lediglich eine Person vor mir, aber das schon seit geraumer Zeit. Heute auf jeden Fall. Und immer wieder Tierspuren kreuzen den Weg. Weil er keine Ahnung hat, was es sein könnte. Das habe ich schon längere Zeit beobachtet. Es könnte ein Fuchs sein, der hier sein Revier abläuft. Markiert durch Urin hin und wieder. Das habe ich bemerkt bzw. gesehen. So, hier scheiden. Tja, gehen wir mal hier lang. Doch nicht. Zweite Vermutung ist, dass diese Spuren von ihrem Hund stammen. Könnte natürlich auch sein. Ungeübt im Spurenlesen. Aber es beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit. Ja, also die Spuren scheinen doch zusammenzugehören. Also in Begleitung eines Hundes, das würde passen. Hier ist ein Bach, der LS-Bach. Recht. Ja, fantastisch. Jetzt mal ein kleiner Schwenk. Da ist jetzt weniger zu sehen. Ja. Okay. Ziemlich wenig. Heute ist leider, ja, es ist neblig. Sehr neblig, die Sicht. Ja, schwierig zu schätzen. 200 Meter circa Sicht. Ist doch weniger. Im Sommer mag das jetzt hier, also rechts der Hand kommt jetzt, also wie es aussieht, ein Blick über eine freie Fläche. Ist jetzt natürlich unklar, wo dieser Blick hingeht. Ich kenne diesen Weg nicht. Gegangen. Schade. Okay, das ist ein Naturschutzgebiet. Ich glaube, es wird immer deutlicher, dass diese Spuren zusammengehören. Ich meine jetzt hier die Tierspuren bzw. Spaziergängerin, vermute ich mal, aufgrund der Schuhgröße, die mir entgegenkommt, die Spur, die ich aber vor einer Viertelstunde schon passiert habe. Sie ist dann nach